Guten Morgen, Jutta-Freunde, Bauer Hausi auf dem Kartoffelfeld. Es ist 7:30 Uhr morgens. Kontrolliere da meinen Bestand. Ich muss da dringend eine Bekämpfung. Wie gesagt, dringend eine vorbeugende Bekämpfung gegen Krautfäule muss da gemacht werden. Angebot mit phytofre.ch. Das mache ich schon seit Jahren. Da bekomme ich Spritzmittelempfehlungen je nach Krautfäule-Druck werden da engere oder längere Intervalle vorgeschlagen und auch Mittelwahl wird vorgeschlagen. Spezifisch auf meinen Standort bezogen, Meereshöhe und so weiter. Temperatur, alles fällt ins Gewicht. Und ich muss da heute spritzen und ich mache da noch eine Kontrolle wegen Blattlausbefall und Kartoffelkäferlarven. Und bis jetzt habe ich da Käfer, habe ich 2-3 gefunden, aber das ist noch nicht schlimm, das kann ich noch sein lassen. Blattläuse habe ich keine gesehen an den Unterseiten der Blätter. Ja, gegenüber letztes Jahr. Die Kartoffeln sehen wunderschön aus. Dieses Jahr hat man wieder Freude, Bauer zu sein. Letztes Jahr war das eine Misere mit den Kartoffeln, alle Kulturen waren schlecht und jetzt habe ich an jeder Kultur Freude dieses Jahr. Ist alles schön. So, und wieder mal am Rad wechseln. Wir müssen da wieder die schmalen Räder raus. Ich will Kartoffeln spritzen. Und die breiten weg. Und ich hoffe, dass ich da dann in der nächsten Zeit nicht mehr tauschen muss, dass ich den da mal bereit stehen lassen kann. Wird ja auch so der Fall sein. Alle Ackerbearbeitung, Bodenbearbeitungen sind da beendet. Es gibt auch noch, nur noch Spritzen, Dünger säen und so weiter. Breites Rad schon gesichert. Gut. Schrauben. Schön übers Kopf. Zweites Rad runternehmen. Liebe gute Freunde, jetzt werden da die Kartoffeln gespritzt. Im Hintergrund sehen die Sonnenblumen meines Nachbarn. Beim Feld und Spritzen ist es so, man fährt nicht ins Feld rein, schmeißt einen Gang rein und fährt los. Nein, da muss man zuerst studieren. Ich nehme da die Karte, die Drehscheibe zu meiner Hardyspritze zu Hilfe. Und dann sage ich mir, was will ich? Und ich will 300 Liter ausbringen auf die Hektare mit der Spritze, mit der Düse da nur 400 Liter die Hektare bei 7 Stundenkilometer. Mit der Düse 0,4 würde mir da 3,5 Bar Druck müsste ich da machen. Ja, beim Vario endlose Möglichkeiten hat, die Geschwindigkeit einzustellen, benutze ich diese auch und ich werde jetzt das so einstellen. 7 Stundenkilometer, 300 Liter Wasser bei 3,5 Bar. Dann auf 4 Bar eingestellt, reduziere ich da auf 3,5. 3,5 ist bei meiner Anzeige ein bisschen, liebe ich nicht unbedingt. Ich muss da so zwischendrin wählen, aber so ungefähr stimmt es.
7 Stundenkilometer abgespeichert. Das Abfällendrehzahl 420 ist auch abgespeichert. Dann drücke ich beim Fahren nur noch die Speichertaste. Die Abfälle läuft ja, die Speichertaste, die Aktor beschleunigt auf 7 Stundenkilometer. Da immer zuerst einmal rings ums Feld rum. Das heißt, mit einer Balkenbreite reinspritzen. Am Ende auf die andere Seite fahren, dort auch quer und wieder zurück. Saatkartoffeln gespritzt. Ich habe eine 0,6 Liter Revo-Stop bekommen plus 7 Liter Zofal-D. Das ist ein Paraffinöl, damit da, wie gesagt, damit da die Blattläuse nicht oder weniger stechen. Sie lieben den Ölfilm auf den Blättern nicht und lassen das Stechen sein und übertragen so keine Krankheiten oder weniger. Das Feld ist besser geschützt. So, jawohl, das ist Saatkartoffelanbau. Und jetzt Speisekartoffeln spritzen, da habe ich mich für eine andere Spritzmittelmenge und Wasser, also eine Menge gleich, aber Wasser habe ich, weil will ich da mehr spritzen, darum wird da die Geschwindigkeit reduziert. Ich spritze jetzt 400 Liter bei 5,5 Stundenkilometer mit der roten Düse mit 4 Bar. Ich denke, es ist besser in die viel groß gewachsenen Stauden rein ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Wasser, damit da das Fungizid auch richtig eindringt in den Bestand. Darum wird jetzt auch am Feld die Geschwindigkeit verstellt. So, hier da mit den Tasten ins Menü rein. Menü, die Tourenzahl, die ist gut, 1200 Umdrehungen. Und da die Geschwindigkeit wird da reduziert auf 5,5. Enter raus aus dem Programm. Dann habe ich auch noch dazu gemischt EPSO. Wie gesagt, das Video ist mir abgebrochen. Ich habe dazu gemischt EPSO Mikrotop. Spurenelemente, die da die Kartoffeln dann zur Verfügung bekommen. Die Wassermenge erhöht habe, hat mir die Spritze nicht gereicht für die 170 Ahren. Ich gebe da nur 150 Ahren gespritzt, muss ich da noch einmal nach Hause und 100 Liter anmischen und das Feld fertig zu spritzen. Aber hier meine Zuckerrüben spritze ich auch noch. Ich habe Erbsen entdeckt im Feld. Da ein Gräsermittel einsetzen plus noch zusätzlich Bortrack spritzen den Rüben. Jawohl. Heute nach dem Mittagessen ist ja auch gutes Spritzwetter heute. Kein Wind, Temperatur noch nicht zu heiß. Optimal zum Spritzen, ja. EPSO Mikrotop. Ja, die Berge, wunderbar sieht man die da von meinem Feld aus. Eigenmönch, Jungfrau. Jawohl.
Sommerweizen. Der ist sehr tief, ist nicht lang geworden, he, und die Ähren sind schon draußen. Ja. So, und beim Bauerhäuser wird weiter gespritzt. Meine Eiweißerbsen haben Blattläuse, die werde ich jetzt da spritzen mit Pirimor. 150 Gramm die Hektare. Und ich spritze 300 Liter die Hektare, fahre 7,5 Stundenkilometer mit 4 Bar Druck mit der roten Düse. Geschwindigkeit eingestellt, Zapfwelle 425. Und hier sind sie, die Erbsen. Blattlausbekämpfung hat Fahrspuren gegeben in meiner Eiweißerbsen. Ne? So, jetzt ist da noch der Spritzmittelberater bei mir. Ja. Schauen da Sommergetreide, Fungizideinsatz, wie viel und was ich da noch spritzen kann. Auch der Sommerweizen wird da gespritzt. Schon 20 nach 8. Die Sonne scheint noch wunderbares Wetter.